Trucker-Babe Tinka ist mit ihrer Lotte wieder auf Tour. Gemeinsam verbreiten sie auf Deutschlands Straßen jede Menge gute Laune. Und wir bombardieren sie mit Fragen. Aber das kann ich im Fernsehen nicht sagen. Oh doch, wir kitzeln alles aus ihr raus. Das ist nur für Penner. Entlocken ihr wohlgehütete Geheimnisse. In der Regel bin ich ja wach, wenn ich fahre. Und gucken mal, was für Nachrichten sie so auf Instagram kriegt. Boah, was? Wer macht denn Witze über LKW-Fahrer? Wir freuen uns auf eine Runde. Tinka packt aus. Tinka und Lotte. Sie sind ein echtes Gute-Laune-Team. Dabei war 3 Jahre lang Truck Maggie an Tinkas Seite. Der Abschied hat der 33-Jährigen echt wehgetan. Aber jetzt ist sie dicke mit ihrer Lotte. Als ich sie natürlich gesehen habe, war das halt schon cool. Natürlich war ich traurig, dass die Maggie weggeht. Aber so ein neuer LKW ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und das war schon toll, wenn man sich dann das erste Mal reinsetzt, sieht dann die ganzen Bedienelemente. Es ist halt schon anders als der Vorgänger. Heute ist ein Tag, an den sich Tinka noch lange erinnern will. Nach ihrer Tour will sie ihre Lotte fotografieren lassen. Das hat Tradition. Ich habe ein paar Bilder mit der Maggie schon gehabt. Und dann kann ich das jetzt mit der Lotte machen. Es gibt dann irgendwann mal so eine kleine Wand. Wenn ich dann mal kurz vor der Rente stehe, da habe ich dann meine ganzen LKWs quasi, wo ich sagen kann, mit dem habe ich angefangen, dann kam der. Da freue ich mich eigentlich ganz, ganz doll drauf. Doch vor dem Fotoshooting heißt es für Tinka und Lotte ein wenig Strecke machen. 2500 Kilometer legen die beiden pro Woche zurück. Das sind viele, viele Stunden auf der Straße ohne, sagen wir mal, menschliche Gesellschaft. Also Tinka, was machst du gegen Langeweile? Wenn ich jetzt eine Strecke habe, wo ich halt mal 4,5 Stunden am Stück fahren muss, bis ich meine Pause machen muss. Wir waren jetzt neulich auf einem Konzert gewesen und haben die Texte noch nicht so gesessen. Und dann nutzt man eben die Zeit und hört sich dann manche Lieder einfach in Dauerschleife an, um den Text dann ein bisschen zu verinnerlichen. Und dafür kann man das halt auch gut nutzen. Ach, wirklich? Zeig doch mal, was du drauf hast. Im Ernst jetzt? Ja, aber ich kann doch... Was soll ich denn da? Na, zum Beispiel dein Lieblingslied. Psst, sie ist übrigens großer Michael Patrick Kelly-Fan. Soll ich? Soll ich mal was anmachen? Ja. Das ist ein gute Laune-Lied. Das finde ich immer cool. Wenn schönes Wetter ist, dann ist das immer super. Now I'm resting my head where the stars go to bed. Here and now, where it all began. Hab mich doch getraut. Das war großartig, Tinka. Deine gute Laune ist ansteckend. Besonders, weil es jetzt auch noch zu regnen anfängt. Da fangen doch Autofahrer gerne mal an, sich höchst seltsam zu verhalten. Also, Hand aufs Herz. Was nervt dich an Autofahrern? Was natürlich manchmal ein bisschen übertrieben ist, sind manche Autos, die dann sagen, also die Pkw-Fahrer, die dann sagen so, oh mein Gott, Starkregen, ich sehe ja gar nichts, weil wir machen ja viel Gischt. Und dann fahren die zwischen die LKWs, weil sie halt Angst haben bei dem Mistwetter. Und fahren dann echt so langsam, dass die uns sogar noch ausbremsen, wo ich denke, oh, dann bleib in der Mitte und bremst deine Leute aus. Das finde ich dann immer ein bisschen nervig, ja. Was rutscht dir in solchen Momenten dann raus? Komm, wir verraten es auch keinem. Penner. Also mein Lieblingsschimpfwort ist eigentlich Penner. Das bist nur für Penner. Das rutscht mir eigentlich am meisten raus, ja. Zeit für eine Mittagspause. Für Tinka und Lotte geht es auf einen Autohof. Auf solchen Parkplätzen schläft sie öfters mal. Manchmal sogar die ganze Woche. Ist das nicht echt gruselig, so alleine? Als Frau? Sobald ich die Gardinen zu habe, da bin ich in meinem Wohnzimmer. Also dann kriege ich von draußen nichts mehr mit. Wir haben jetzt bei den neuen LKWs auch wie so kleine Krallen. Die kann ich mal zeigen. Die kann ich dann quasi so rausmachen.
Das heißt, da könnte theoretisch jemand draußen dran ziehen an der Tür, die würde halt nicht aufgehen, weil das nochmal wie so eine zusätzliche Sicherung dann ist. Ne? Bereits seit 4 Staffeln ist Tinka Teil der Trucker Babes und die Zuschauer lieben ihre fröhliche Art. Immer wieder wird sie auf der Straße erkannt. Alles klar, tschüss! Aber mal ehrlich, nervt das nicht, angequatscht zu werden? Das ist nett. Also die kommen und einen ansprechen, die sind halt wirklich, die finden es gut, was man macht. Die einen doof finden, die sprechen einen halt eigentlich auch nicht an. Aber es ist halt schön, wenn man dann so eine Resonanz bekommt. Das freue ich mich immer. Es sind auch ganz viele, die kommen und sagen, oh, meine Tochter hat jetzt auch einen Führerschein angefangen, nachdem sie eure Sendung gesehen hat. Freue ich mich natürlich, ne? Über Nachwuchs sowieso, und wenn es dann auch noch Frauen sind, das ist super. Jetzt heißt es erst einmal essen. Hier schmeckt's der 33-Jährigen besonders gut. Sie kommt regelmäßig zum Mittagessen vorbei. Die Trucker Lounge. Wir haben es halt hier sehr, sehr schön angerichtet. Ne? Da fühlt man sich halt echt wohl mit den Spanngurten überall noch. Welcher LKW-Fahrer fühlt sich hier dann nicht wohl? Ne? Fehlt nur noch ein leckeres Mittagessen. Truckfahren macht Kohldampf. Ja, Ben, Hunger. Super. Es gibt Pizza Salami, die liebt Tinka hier. Das ist natürlich lecker, aber unterstreicht das gute alte Trucker-Klischee. Ungesund, fettig, Fastfood. Das führt uns zu einer fiesen Frage. Tinka, hast du schon zugenommen? Also, ich muss sagen, ich fahre jetzt seit 4 Jahre und habe tatsächlich schon 2,5 Kilo von meinem Ursprungsgewicht zugenommen. Weil man halt wirklich sehr viel sitzt und dann hat man halt zwischendurch unterwegs, da hat man ja keine Möglichkeit, sich ein Brot zu schmieren oder so. Und dann hat man halt immer mal so Chips oder Schokolade. Da guckt man nicht so, dass man sich dann in den LKW sitzt und schnibbelt sich einen Salat oder sowas. Macht ja auch keiner oder wenig, denke ich mal. Ja. Also die 2,5 Kilo sehen wir nicht. Front und Rückseite sehen doch 1A aus. Das finden auch die mittlerweile 24.000 Follower, die Tinka auf Instagram hat. Sie alle wollen an Lottes und Tinkas Trucker Life teilhaben. Was wollen die denn so wissen von dir? Es sind total viele Leute, die immer fragen, wie bist du denn zum LKW-Fahren gekommen? Wie ist es denn als Frau beim LKW-Fahren? Und musst du oft umbrücken oder nicht so oft? Und fährst du hier schon mal lang oder bist du da schon mal gewesen und so? Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Fragen. Da kommt man aber gar nicht hinterher, die alle zu beantworten, weil das einfach so wahnsinnig viele sind jeden Tag. Das ist unser Stichwort. Tinka, bist du bereit, ein paar Fragen deiner Follower hier und jetzt zu beantworten? Ich bin gespannt. Wir auch. Dein erster Follower würde gerne einen Trucker-Witz hören. Boah, was? Ich kenne gar keinen. Kenne ich einen Witz über LKW-Fahrer? Wer macht denn Witze über LKW-Fahrer? Niemand traut sich doch, einen Witz über einen LKW-Fahrer zu machen. Ich weiß überhaupt nicht, gibt es Witze über LKW-Fahrer? Ich kenne nur einen Witz, wo ein LKW-Fahrer unterwegs ist und diese Blondine da immer an dem vorbeifährt und sagt, sie verlieren Ladung, sie verlieren Ladung. Wo der dann irgendwann sagt, Mensch, du Dummbrot, ich bin ein Streufahrzeug. Das ist das Einzige, aber ein Witz über LKW-Fahrer kenne ich überhaupt nicht. Den lassen wir durchgehen. Frage 2. Was, wenn es mal echt dringend ist? Anhalten, solange bis eine Toilette da ist. Wenn ich jetzt irgendwo im Stau stehe, ist mir auch schon mal passiert, da stand ich in der Sperrung und ich muss so dringend pullern. Und irgendwann ging es nicht mehr. Da bin ich dann auch über die Leitplanke ins Gestrüpp gegangen. Aber im Normalfall suche ich mir dann schon bevorzugt Parkplätze für mit Toilette auf jeden Fall. Instagram Frage 3. Wie viele Punkte hast du in Flensburg? Gar keinen. Noch nie gehabt und bis heute auch noch keinen bekommen. Also weder durch PKW oder LKW. Ich bin noch bei null. Nächste Frage. Fühlst du dich irgendwie berühmt? Nee, also wie ein Star fühle ich mich gar nicht, weil sich an sich für mich eigentlich nichts geändert hat. Bin immer noch Dinka, die beim Höhner mit dem LKW fährt. Instagram Frage 5. Was würdest du gerne mal mit Lotte transportieren? Gummibärchen. Am besten bei einer Ladestelle, wo ich dann auch Gummibärchen geschenkt bekomme als Fahrer. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Kommen wir zur nächsten Frage. Kannst du in deinem Truck gut schlafen? Also ehrlich gesagt schlafe ich sogar im LKW besser als zu Hause. Also zu Hause schlafe ich irgendwie ein bisschen unruhiger. Im LKW
schlafe ich eigentlich immer gut und auch immer durch. Frage 7. Hat man als Trucker überhaupt ein Privatleben? Ja, also es ist wirklich nicht leicht, eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Und seit ich fahre, hat sich halt so der Freundeskreis reduziert. Aber man hat halt einfach keine Zeit. Gerade im Fernverkehr, man ist eben nur am Wochenende zu Hause. Und da ist es halt oftmals auch schön, einfach nur die Zeit zu Hause zu genießen. Hier will ein Insta-Follower wissen, was du so verdienst, Tinka. Genug. Also ich verdiene gut, ich bin sehr zufrieden mit meinem Lohn und hängt halt natürlich auch davon ab, wie lange ist man schon dabei, macht man Fernverkehr, macht man Nahverkehr. Das variiert dann so ein bisschen. Gibt es etwas, was du Autofahrern schon immer mal sagen wolltest? Liebe Pkw-Fahrer, tut uns bitte einen Gefallen und seid ein bisschen verständnisvoller. Wenn ihr in einen Kreisverkehr fahrt und wollt raus, blinkt rechtzeitig. Oder an Kreuzungen, fangt früh an zu blinken, weil bis wir wieder beschleunigt haben, da kommen dann schon wieder 5 andere Autos von rechts und links. Und das wäre super, wenn ihr uns vorher zeigen wolltet, was ihr vorhabt, weil dann wäre uns wirklich geholfen. Danke im Voraus. Wir werden uns Mühe geben. Für Tinka und Lotte geht es zurück Richtung Spedition. Zur Erinnerung. Die zwei haben heute noch ein Fotoshooting zusammen. Hä? Was war das? Das war mein Spurassi. Wenn man nicht blinkt und kommt über eine von den Linien, links oder rechts, dann denkt der LKW, oh, ich glaube, die ist eingepennt. Ich mache mal kurz ein bisschen Randale. In der Regel bin ich ja wach, wenn ich fahre, aber an sich ist es keine schlechte Sache, das stimmt schon. Gibt es denn eine Funktion, die du an Lotte besonders schätzt? Was für mich persönlich eigentlich mit am wichtigsten ist, ist zum einen der Notbremsassistent natürlich, der Abstandstempomat auch, weil der ist für mich Gold wert. Ich wünschte, ich hätte sowas auch im Pkw, weil das einfach so ein angenehmes Fahren ist, gerade für lange Strecken. Weil wenn du den eingeschalten hast, der passt sich an deinen Vordermann an. Wenn der Vordermann bremst, bremst der LKW automatisch mit. Wenn der Vordermann beschleunigt, beschleunigt mein LKW auch automatisch mit. Das ist halt ein total angenehmes Fahren dann. Angenehm wird es vor allem gleich für Lotte. Das Fotoshooting steht kurz bevor. Und damit sie auch so richtig hübsch aussieht, geht es für die 480 PS Lady erst einmal in die speditionshauseigene Waschstraße. Ja, ich freue mich natürlich, dass das geklappt hat, dass die Jungs gerade noch die Zeit hatten, noch mal schnell drüber zu gehen, weil wenn ich ein Foto von mir machen lasse, zum Passbilder machen, mache ich mich ja auch vorher schick. Und das macht man dann beim LKW natürlich auch. Ne? Freue ich mich, echt. Ist ja schließlich Lottes erstes Fotoshooting. Da ist die bestimmt auch voll nervös. Oh ja, mit zitternden Reifen wagt sie sich zum Shooting. Es erwartet sie schon der Fotograf Klaus. Er kennt Tinka schon lange und hat auch schon Vorgängerin Maggie fotografiert. Soll ich denn schräg vor die anderen drei oder direkt daneben oder ein Stück vor oder quer oder? Ich sag dir das, fahr einfach mal. Fahr einfach mal. Ich muss gucken. Machst dann so. Ja, genau. Alles klar. Gut. Die richtige Position für Lotte ist schnell gefunden. Und dann kann es auch schon losgehen. Tinka und Lotte geben alles. Und? Sind die Fotos was geworden? Perfekt. Oh, danke, da freue ich mich. Ja. Fotos, an denen sich Tinka noch lange erfreuen will. Ich habe ja noch ungefähr 30, 35 Jahre Arbeit vor mir. Und ich denke mal, bis zur Rente werde ich sicherlich noch den einen oder anderen LKW fahren oder neu bekommen. Und dann habe ich halt vor, so eine kleine Galerie zu machen. Von meinem ersten festen LKW bis zu meinem letzten. Und da kommt dann die Lotte jetzt als Nummer 2 rein. Da freue ich mich drauf. Tinka und Lotte, danke, dass ihr heute ausgepackt habt.